Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sakurak McCrackurak. Wir sind außen. Wir haben unsere Wohnung verlassen. Das ist das, was wir in der letzten Folge im Grunde geschafft haben. Wir haben Post. Gut, dass wir unseren Briefkastenschlüssel dabei haben. Hey, das ist schon fast so. Ich bin gespannt, ob sich das durchzieht. Da sind so viele Easter Eggs bis jetzt drin, dass es schon fast wie ein halbes Remake wirkt. Oh, ich habe Post. Interessant, das ist eine Ansichtskarte aus Waikiki. Anscheinend ist Annie in den Urlaub gefahren. Verdammt, warum weiß ich davon nichts? Mal schauen, was sie schreibt. Lieber Zack, wir genießen die Flitterwochen hier auf Waikiki in vollen Zügen. Jacques und Annie. Was? Annie hat geheiratet? Und sie ist auf Waikiki? Muss ich jetzt extra nach Waikiki reisen? Oh, nee. Und wer ist Chuck? Chuck Norris? Weil wenn ja, dann sind unsere Alien-Probleme gelöst. Sollte ich lieber jemand anderen überlassen. Eine Postkarte, die Eddie steht... Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte in unser Tagebuch gucken. Ich denke, es ist eine gute Idee, Annie aufzusuchen. Eventuell weiß sie, welcher heißen Spur ich zuletzt gefolgt bin. Normalerweise habe ich ihr immer alles Wichtige anvertraut. Hoffe auch diesmal. Ich habe das noch gar nicht so überrissen. Haben wir komplett unser ganzes Gedächtnis verloren? Ich dachte, wir haben nur die Teils unserer Fluginvasion, unserer Flugzeuginvasion vergessen. Aber anscheinend haben wir alles vergessen oder so. Keine Ahnung. Weil ich meine, es wirkt so, als ob wir Annie gut kannten, aber können uns nicht mehr erinnern, dass sie heiratet, oder wie? Im Briefkasten habe ich eine Postkarte von ihr gefunden. Demnach ist sie irgendwo... hat sie irgendein Chuck geheiratet. Wie kommt sie dazu? Fragen über Fragen. Ich sollte nach Honolulu fliegen und mit ihr reden. Guck mal, das ist auch irgendwie schön, oder? So ein bisschen hier mit der Bäckerei direkt neben dem Laden. Aber gar kein Loch im Boden. Oder ist da gerade die Pfütze zugepfützt hier? Haben die das schon wieder zugespachtelt? Oh mein Gott, wir können uns so viel angucken. Hier geht's zur Bäckerei. Hier ist die Bushaltestelle auch. Interessant. Ist aber alles vom Layout her ein bisschen anders, ne? Wo gehen wir denn hin? Golden Gate Bridge. Achso. Wo geht's denn hier hin? Da geht es zu Annies Wohnung. Annies Wohnung? Geht die Treppe hoch über deiner Wohnung? Aber. Ich meine, gut, in Annies Wohnung waren wir nie, ne? Was ist denn da? Da ist gar nichts. Da wird mir irgendwie ein Zeichen angezeigt, aber da ist nichts. Da ist wirklich nichts. Na gut. Dieses Brot kenne ich schon aus dem ersten Teil. Glaub mir, das sieht nur von außen gut aus. Aber es hat super Vogelfutter ergeben. Ich sollte lieber nicht die Scheibe einschlagen. Langweiler. Glaub mir, das sieht nur... Da ist ein kleines Schildchen. Frisch aus dem Ofen. Tortenböden nach Omas Rezeptbuch. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich würde sagen, wir klingeln jetzt dreimal, oder? Ob der Bäcker wohl frische Brötchen hat? Schade, er schläft wohl noch. Vielleicht hat er die Klingel nicht gehört. Ich probier's einfach nochmal. Keine Reaktion. Na gut, ein letztes Mal noch. Das war knapp.
Fast hätte er mich erwischt. Was ist das denn? Cholerischer Bäcker schießt mit Backwaren auf harmlosen Reporter. Das sind wirklich keine Patronen, sondern Kekse. In der Tat, die könnten nützlich sein. Ja. Ich habe sie einfach mal alle eingesteckt. Mal sehen, was sich damit so anstellen lässt. Oh. Durch die Feuchtigkeit haben sich die Kekse jetzt in einen Keksbrei verwandelt. Okay. Das war selbst für Zack McCracken echt weird. Wollen wir nochmal klingeln? Eines sage ich dir. Ich werde nie wieder an dieser Tür klingeln. Die ist verschlossen. Vielleicht sollte ich mal klopfen. Die ist verschlossen. Ja, schade. Ich denke nicht, dass der Bäcker jetzt geöffnet hat. Na gut. Ehrlich gesagt, habe ich noch nie gesehen, dass der Laden geöffnet war. Na gut, okay. Bushaltestelle. Bushaltestelle mangels tüchtigem Personal geschlossen. Kein Wunder bei dieser Schlafmütze von Busfahrer. Mist! Wie soll ich jetzt zum Flughafen bzw. in mein Büro kommen? Zu Fuß schaffe ich das nicht. Und per Anhalter ist auch aussichtslos um diese Uhrzeit. Und einen Tröte haben wir auch nicht. Sie dreht sich und dreht sich und dreht sich. Mir wird ganz schwindelig. Eine halbtransparente Milchglastür. Sicherlich nicht ganz billig. Oh, ach so. Willkommen, das ist offen. König. König? Wieso König? Ja, ganz richtig. König. Denn der Kunde ist bei uns König. Ich bin Stanislav von den Artificial Hair Brothers. Ich leite dieses Unternehmen gemeinsam mit meinem Bruder Dragoslav, der gerade wieder in Europa unterwegs ist. Was Sie wissen, Paris, Mailand, eben die Hochburgen des guten Geschmacks. Dort hält er am Rande aller Laufstege Ausschau nach den neuesten Trends und angesagtesten Haarmoden. Sie kennen sicher unser Motto, was morgen die neueste Mode, besorgen wir Ihnen schon gestern. Also, was kann ich für Sie tun? Und seien Sie sicher, wir können immer was für Sie tun. Also... Ah, ich sehe, Sie brauchen dringend ein neues Outfit. Nein, nicht, dass Sie es nötig hätten. Natürlich haben Sie es nicht nötig. Aber ich sehe einen Kunden sofort an, wenn er mit seinem Aussehen nicht 110%ig zufrieden ist. Die Kunden sind immer zufrieden, da wir es nie so weit kommen lassen, dass sie überhaupt merken, dass sie unzufrieden werden. Wäre es nicht so, wären wir nicht die Artificial Hair Brothers. Jetzt fragen Sie sich sicher, wie kann ich meinen Typ schnell, einfach und preisgünstig ändern? Tja, das fragen Sie viele. Doch es gibt nur eine Antwort. Sie brauchen eine Perücke. Eigentlich... Sie denken jetzt sicher, eine Perücke? Das ist doch nur etwas für alte Herren mit Haarausfall. Und genau das ist ein großer Irrtum. Eine Perücke ist das Accessoire, um sich schnell und unkompliziert zu verwandeln. Eine unserer Perücken wird Ihr Leben total verändern. Glauben Sie mir, erst gestern kam einer unserer zufriedenen Kunden, und natürlich sind alle unsere Kunden zufrieden, und sagte, Stanislav, ich danke Ihnen, Ihre neue Perücke hat einen ganz neuen Menschen aus mir gemacht. Aber wieder zu Ihnen. Ich empfehle Ihnen, unseren neuen Typcheck zu machen. So finden wir garantiert die richtige Perücke für Sie. Moment, Moment, ich möchte eigentlich etwas ganz anderes. Etwas ganz anderes? Ah, ich weiß, als Sie das letzte Mal mit Ihrem Pudel beim Hundefriseur waren, hatte der Gute ein wenig zu tief in die Flasche geguckt und den Rasierer zu weit unten angesetzt. Und jetzt brauchen Sie eine Pudelperücke. Ha, hätten Sie nicht gedacht, dass der gute Stanislav gleich draufkommt, oder? Aber Sie glauben gar nicht, wie häufig so etwas heutzutage passiert. Tragisch, aber fast jeden Tag kommt eine besorgte Dame mit ihrem kleinen Liebling. Ich bin weder eine alte Dame, noch habe ich einen kleinen Liebling. Und ich möchte auch nichts, gar nichts mit Hunden, Glatzen, Haaren, Perücken, Toupets oder sonst irgendetwas zu tun haben. Nun, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Aber sagen Sie, was möchten Sie von den Artificial Hair Brothers, das nichts mit Perücken zu tun hat? Weiß ich selber nicht, ehrlich gesagt. Oh, Multiple-Choice-Antworten-Dinger, Dialogsysteme. Wer hätte das gedacht? Irgendwie kommen Sie mir bekannt vor. Oh, das ehrt mich. Wir stammen aus einer alten Handelsfamilie mit langer Tradition. Unsere Vorfahren haben damals mit einem kleinen Gebrauchtschiffgeschäft begonnen. Sie sehen, ich bin geradezu dazu verpflichtet, keinen Kunden zu enttäuschen. Ich werde mir das noch überlegen.
bin ich mit der Maus verrutscht. Aber warten Sie nicht zu lange. Sehen Sie den stolzen Schädel dort hinten? Er möchte sich ein ganzes Sortiment an Perücken zulegen. Wenn Sie also etwas zu spät kommen, könnte die Auswahl stark eingeschränkt sein. Die Perücken gehen weg wie Regenschirme bei diesem Wetter. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass es auch Perücken mit Dranotex gibt? Wasserfest und atmungsaktiv. Garantiert. Ist ja gut. Ich wollte es Ihnen nur gesagt haben. Nicht, dass Sie glauben, ich hätte Sie nicht genug informiert. Da gibt es nichts zu... Aus welchen Materialien werden die Perücken hergestellt? Oh, ich sehe, Ihnen kann man nichts vormachen. Sie verlangen höchste Qualität und genau diese bekommen Sie natürlich bei uns, den Artificial Hair Brothers. Andere meinen, es käme nicht darauf an, wozu teures Echthaar. Es gibt doch billiges aus Kunststoff. Doch nur echtes Haar, wie wir es verwenden, kann höchsten Tragkomfort gewähren. Und eben diesen bekommen Sie bei uns. Außerdem färben wir die Haare, da die Färbung mit der Zeit verblassen könnte. Und wie sähe das aus? Wir benutzen nur das Echthaar, geliefert in einer natürlichen Färbung. Na dann. So, nun muss ich schnell weiter. Ich habe noch etwas vor. Na, dann hoffen wir mal, dass Sie dabei keine Perücke brauchen werden. Könnte die Glühbirne hier brauchen. Ich hoffe, der Friseur wird sie nicht vermissen. Ah, hinter Ihnen ein dreiköpfiger Kunde. Was? Wie bitte? Wo denn? Ich hab sie. Sie wollen mich wohl veräppeln. Entschuldigen Sie, ich habe mich da wohl vertan. Ach so, die Schere kann ich mir auch anschauen. Ich bleibe bei meinem Buttermesser. Außerdem kann ich dem Friseur ja nicht sein wichtigstes Werkzeug abnehmen. Wow, die Maus, die darin wohnt, muss eine tolle Frisur haben. Hey, in der Lampe stecken die gleichen Glühbirnen wie in meiner Nachttischlampe. Allerdings hängen sie zu hoch. Diese Perücken sind der letzte Schrei. Man kann sich Perücken auf Wunsch anfertigen lassen. Diese Perücken sind der letzte Schrei. Man kann... Ich glaube, ich habe dieses hässliche Ding schon mal irgendwo gesehen. Ich bin der schrecklichste aller schrecklichen Perückenschädel. Gruselig. Schrecklicher Schädel schockt schöngeistigen Schreiber. Wer bist du denn? Ich bin ein schrecklicher, furchteinflößender und gefährlicher Perückenhalter. Ich bin Zack McCracken, ein mächtiger Reporter. Ich heiße Murray. Ich wurde dazu verdammt, für immer und ewig Angst und Schrecken über die Menschheit zu bringen. Wer soll dich denn verdammt haben? Das ist eine lange und schrecklich grauenhafte Geschichte. Bist du sicher, dass du dir die anhören möchtest? Na gut, okay. Mach es aber kurz. Gut. Ich lasse die ganzen schmutzigen Details weg. Es geschah vor vielen, vielen Jahren. Ich war ein junger, mächtiger, aber vor allem gut aussehender Pirat. Meinem Charme erlagen alle Frauen. Unter anderem auch eine junge Voodoo-Zauberin, die mich nicht nur an das Bett, sondern auch an sich binden wollte. Ich war jung und nicht bereit für so eine, Bindung. Ich ergriff darauf am Tag der geplanten Hochzeit die Flucht und sie ihr Zauberbuch. Sie belegte mich mit diesem schrecklichen Fluch, den nur der wahren Liebe erster Kuss wieder aufheben kann. Das ist ja schrecklich. Du siehst aber nicht schrecklich aus, schon gar nicht mit dieser Perücke. Das hat mir der Besitzer dieses Ladens angetan. Er hat mich bei seinem letzten Urlaub am Strand einer einsamen Insel in der Karibik gefunden und hierher verschleppt. Nun friste ich hier mein Dasein als furchteinflößender Präsentationskopf. Diese Geschichte klingt irgendwie ziemlich affig. Pah! Was immer du sagst. Dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Habe ich dich schon mal irgendwo gesehen? Das glaube ich nicht. Sicher verwechselst du mich.
Möglich. Seit in der Modelbranche der magere Typ so beliebt wurde, kann man euch Models ja kaum noch unterscheiden. Modebranche? Ich bin ein schrecklicher, sprechender Piratenschädel. Das Einzige, was ich mit einem Model gemeinsam habe, ist meine Nahrungsmenge. Ich glaube, ich kenne dich aus einer Zahnpasta-Werbung. Werbung? Nein, niemals! Ich bin furchtbarer als alles, was du kennst. Ich brauche keine Werbung. Der Nachtwind flüstert ängstliche Geschichten von meinen Schreckenstaten. Kinder schrecken nass mit meinem Namen auf den Lippen auf. Ganze Armeen zucken zusammen, wenn nur mein Name fällt. Murray! Aber du hast recht. Ich habe tolle Zähne. Mein schreckliches Gebiss ist das Ergebnis hunderter Jahre Pflegearbeit. Und weißt du, wie ich sie pflege? Nein, erzähl. Ich fresse solche neugierigen Würstchen wie dich. Weiche von mir, böser Knochen. Kann es sein, dass du schon mal in einem mittelalterlichen Theaterstück eine wichtige Rolle gespielt hast? Theater? Pah! Ich kann nur eine Rolle. Ich bin der schreckliche, böse Geisterschädel. Komm mir nicht zu nah, oder ich werde dir etwas schrecklich Böses antun. Wenn du das versuchst, drehe ich die Perücke, die auf dir liegt, einmal herum. Ich bin ja schon still. Ich glaube, du hast recht. Ich kenne dich wohl doch nicht. Bis später. Okay. Why not? Was haben wir denn da? Eine dieser informativen Friseurzeitschriften. Anzeigenmarkt, Call-Service-Nummern, Schönheitstipps. Das könnte nützlich sein. Okay. Haken. Ein Kleiderhaken. Jack 2 Enthaarungscreme. Hey, hey! Da steht Jack und nicht Zack. Ohne mich. Hätte ja sein können. Beschmiert mit Schuppen, Gel, Haarwachs, Haarspray und vollgeschwitzt durch die ängstliche Kundschaft. Grundgütiger, das sieht gefährlich aus. Ich dachte, das ist sehr nah im Vordergrund, aber das gehört anscheinend zu dem Stuhl. Ich könnte verstrahlt oder vertrocknet werden. Ich gehe lieber nicht zu nah heran. Was ist das? Bass-Pipetten-Bier. Drano Futzgel extra stark. Ich will es nicht. Meine Frisur hält auch ohne Gel alle Gefahren stand. Ich möchte das nicht. Ich will es nicht. Meine Frisur hält auch ohne Gel alle Gefahren stand. Ah ja, Puster. Ein Afroamerikaner mit einer schönen, wallenden, blonden Perücke. Das ist ein Poster. Es wird nicht antworten. Uns hat gerade der Schädel geantwortet. Also sei nicht so, ne? Ist überhaupt nicht so selbstverständlich, wie du tust. Ich brauche es nicht. Ich könnte höchstens meine Mutter anrufen. Ich möchte lieber nicht mit meiner Mutter sprechen. Ah, Kleiderbügel kann ich mir auch noch anschauen. Ein Kleiderbügel aus Plastik. Ach so. Ich will es nicht. Meine. Ich könnte ver. Na gut, okay. Dann leb wohl. Dann leb wohl, Artificial Herr Brother Person. Ist übrigens der Entwicklername, ne? War's das? Na gut, okay, keine Ahnung. Wir können jetzt aber zumindest in unsere Wohnung gehen und im Schlafzimmer die Glühbirne austauschen und dann unsere Schubladen durchsuchen. Das dürfte uns nochmal neue Interaktionsmöglichkeiten geben. Oder zumindest neue Items. Oder zumindest irgendwie wahrscheinlich Fortschritt. Fortschritt! Ja, irgendwie ist da die Glühbirne einfach nur schwarz angemalt, oder? Machen wir sie wieder weiß. Okay, ich drehe mal die intakte Birne rein. Das sollte helfen. Ich glaube, die kaputte Glühbirne brauche ich auch nicht mehr. Weg damit. Zur selben Zeit.
Deswegen hat er Angst, eine Scherbe zu fassen. Die Erde, wie klein und verletzlich. Weil er seine kaputten Glühbirnen da immer Niemand scheint bemerkt zu haben, dass der Schutzschild deaktiviert wurde. Ja, Sir, der King ist hochzufrieden. Wir werden schon sehr bald zu Phase 2 übergehen. Oh ja, die Menschheit wird zu spüren bekommen, was es heißt, uns für dumm zu verkaufen. Und das Schöne ist, niemand rechnet mit uns. Schon. Nur leider waren die Kristalle aus der Pyramide nicht mehr für unsere Zwecke nutzbar. Wir brauchen eine unverbrauchte Energiequelle. Der King vermutet das Artefakt im Inneren der Pyramide. Keine Sorge, wir haben einen unfehlbaren Plan entwickelt. Sehr gut. Und wie schreitet die Entwicklung im Labor voran? Alles läuft nach Plan. Oh, ich würde sagen, auf diesen ominösen Cliffhanger hören wir für heute auf. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Der Letzte macht bitte das Licht aus. Macht's gut. Bis dann. Ciao.